So. Danke. Huch. Hä? Aber warum kriege ich das denn da nicht mehr runter? Krieg das irgendwie da nicht mehr runter? Seltsam. Sehr, sehr, sehr seltsam. Ja, natürlich. Wäre ja auch so schön gewesen. Ja, wie kriege ich das denn da runter? Okay, ich krieg das auf jeden Fall dann nicht mehr runter. Was scheiße ist. Mal ganz abgesehen. Oh, glaube ich, hat mit der Rüstung rum. Sieht besser aus als das andere. Puh. Okay, dann nicht. Müsste ich mir dann wahrscheinlich nochmal neu kaufen. Jo. Ja, was machen wir denn jetzt? Wir haben Titan noch. Wir haben hier noch Tanalan Horizont. Also da einmal hin. Oh, wollt ihr mich verkohlen? Ich habe gar keine Lust zu lesen. Die Tune spielt und ich will nicht mehr lesen. Also dann? Genau da kommt dann mit Synchro, ne?
Ihr wollt mich verkohlen. Ja, dann dir eine gute Nacht, Kaya. Und bis zum nächsten Mal. So. Ich will noch einmal was nachgucken. So. Also dann? Hallo? Ich bin's, Tankred. Ich habe Neuigkeiten. Verstanden. Ich werde wachsam sein. Und noch eines, Tankred. Kürzlich hat sich eine junge Dame nach deinem Verbleib erkundigt. Was soll ich hier ausrichten? Tut es denn etwas zur Sache, ob ihre Erscheinung reizvoll war? Gut, dann sage ich ihr, dass sie ihr Glück oder Verderben in Geisterzoll finden wird. Und spar dir deine Anzüglichkeiten. Solchen Eskapaden bin ich nicht im geringsten zugeneigt. Ich grüße euch. Wir kommen aus dem Reich Doma, weit im Osten. Wir möchten mit dem Herrscher dieses Reiches sprechen. Wer ist euer Anführer? Okay, aber jetzt. Konnten sich dann doch mal Synchro leisten. Und hier, ah, da hinten ist Reparatur. Oh, warte mal. Aber erstmal alles repariert. Und wo muss ich nun hin? Huch. Dann einmal mit unserem Pferdchen. Ah, da ist es. Ah, da. Der habt ihr euch versteckt. Mm-hmm.
Sein armer Katzenmuppelchen. Einmal einen Sturzflug machen. Miau. Miau. So. Wo müssen wir da hin? Ach, Abendstern. Ja, gut, das kriegen wir auch hin. Da haben wir ja noch ein paar Karten hin. So. Ah, und nach da unten müssen wir. Tachchen, Alfino. Einmal nach Ulda. Das ist aber echt jetzt ein Hin und Her. Irgendwann weiß vielleicht auch mal, wo ich direkt hin soll. Riednetz. Kammer der Regentschaft. Ah, ja. Die Rüstung ist echt cool. Dann einmal zur Abenteurer-Gilde. Dachchen. Abenteurer-Gilde. Ja, ist einmal im Schneedurchlauf. Okay, wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Hallo, Alfino. Unsere Heimat ist Doma auf dem Kontinent Otat. Wir sind viele tausend Malme über die See geflohen, um hier Zuflucht zu finden. Zuflucht? Wie meint ihr das? Wir wurden einst von den Galeanen überrannt und als Provinz ins Galeische Reich eingegliedert. Warte mal. Ich weiß nicht, wie viel ihr über die Vorgänge im Kaiserreich wisst, aber es gab einen langjährigen Streit um die Thronfolge, der schließlich eskalierte.
Wir sahen unsere Chance und erhoben uns gegen die Besatzer. Doch wir scheiterten. Die Überlebenden habe ich hierher geführt, nach Eorzea. Wie ist es möglich, dass uns solche Umbrüche entgingen? Dann ist der Kaiser womöglich... Und Doma? Ihr könnt es euch vielleicht denken. Die Galear haben alles dem Erdboden gleichgemacht. Doma ist nicht mehr. Und eurem Volk blieb nur die Flucht. So ist es. Wir sind unter falscher Flagge gesegelt, als Handelsschiffe getarnt. Eines davon liegt in der Bucht vor Anker. An Bord vor allem Aufständische und ihre Angehörigen. Ich bin an Land gegangen, um für sie zu sprechen. Ich hatte gehofft, von eurem König oder Anführer angehört zu werden. Doch man hat mich kalt abgewiesen. Uldars Anführer sind skeptisch, wenn sie neue Bittsteller vermuten. Ich habe die Zelte vor der Stadt gesehen. Wir sind nicht die Ersten, die hier Asyl suchen und sicher auch nicht die Letzten. Dass ich dennoch zu hoffen wagte, war wohl naiv von mir. Doch wir haben fast keine Lebensmittel an Bord. Die Leute können sich vor Erschöpfung kaum noch auf den Beinen halten. Wir hatten nicht die Ruhe für diplomatische Sondierungen. Ich verstehe, dass euer Anliegen dringend ist. Ich werde für euch eine Audienz bei den Staatsführern erwirken. Ob ihr aufgenommen werdet, kann ich nicht versprechen, doch zumindest wird man euch anhören. Wirklich? Das liegt in eurer Macht? Nun, ohne übertreiben zu wollen, habe ich recht guten Kontakt zu einigen bedeutenden Personen. Wir stehen tief in eurer Schuld. Nur eines noch. Eure Aufmachung ist recht ungewöhnlich. Verzeiht die Maskerade, doch unser Volk unterscheidet sich zu sehr von allen, die ihr kennt. Wir wollen nicht noch fremder scheinen, als wir euch ohnehin schon sind. Vergebt mir. Ich dachte nur, dass eure Kleidung Misstrauen wecken könnte. Ich danke euch. Doch nichts macht mehr Angst als das Fremde. Ich werde mit General Rauban sprechen. Fürs Erste überlasse ich unsere Gäste deiner Obhut. Okay. Warte. Oh, da. Manchmal ist man echt selten blind. Ja. Hähnchenbrust geben. Was? Okay. Ich verstehe nicht ganz, aber okay. Wir schauen einfach. Gott, ich bin dran vorbei. Muss ich da hin? Ach, natürlich etwas, was ich nicht habe. Dann hier lang. Ist jetzt tatsächlich einfacher. Hätte ich nicht gedacht. So. Und den jetzt einmal harmonisieren.
Damit wir jetzt wenigstens noch einen Ort haben, wo wir hin können. Und mit dem Weg können wir wieder zurückgehen. Und wir sprinten! Was das so geht. Vorne können wir das ganze Ding abgeben. Oh, okay. Dann einmal an euch. Teleporter rein, Teleporter raus, Teleporter rein, Teleporter raus, Teleporter rein, Teleporter raus, Teleporter rein, Teleporter raus. Das wird ein neues Lied. Der Teleporter-Song. Ich danke euch für diese Audienz, Eure Hoheit. Unter erfreulicheren Umständen hätte ich mich mit Geschenken aus meiner Heimat erkenntlich gezeigt. Doch wir können von Glück reden, dass uns bei unserer Flucht über die See wenigstens das Leben geblieben ist. Ich weiß, dass mein Wunsch an Dreistigkeit nicht zu überbieten ist. Und doch möchte ich euch bitten, mein Volk in Uldar aufzunehmen. Als Uldars Regentin heiße ich Nanamo Ulnamo, 17. derer von Ul. Euch willkommen, Yogiri. Ihr müsst erschöpft sein. Wie ich hörte, haben die Galear eure Heimat vernichtet. So ist es, Eure Hoheit. Lange litten wir unter dem Joch der Besatzung und sehnten unsere Freiheit herbei. Als dann der Streit um die Thronfolge entbrannte, dachten wir, nun sei unsere Stunde gekommen. Wir lehnten uns auf, doch die Kräfte der Galear waren durch die internen Querelen keineswegs so geschwächt, wie wir gehofft hatten. Sie schlugen unsere Rebellion aufs Brutalste nieder und verwüsteten Doma völlig. Tja. Keine schönen Zeiten, würde ich sagen. Wie viele von euch haben überlebt? Wie viele? Vor eurer Küste ankert ein großes Handelsschiff, in dessen Lagerräumen etwa 200 meiner Brüder und Schwestern Zuflucht gefunden haben. Doch das ist nur ein kleiner Teil unserer Flotte. Okay, doch relativ viele. Mein sehnlichster Wunsch wäre es, alle Domane in eurem Reich in Sicherheit zu wissen. Doch selbst wenn ihr nur einem kleinen Teil meines Volkes Obdach gewähren könntet, wären wir euch schon unendlich dankbar. Natürlich würden wir uns dafür erkenntlich zeigen. Wir könnten euch zum Beispiel als Soldaten oder Boten dienen, bis wir unsere Schuld beglichen haben. Wie ist die Meinung des Scorpio-Kreises? Eigentlich kein schlechter Vorschlag. Die Schäden der siebten Katastrophe sind immer noch nicht ganz behoben. Ach, wie süß. Und es mangelt uns an fähigen Arbeitskräften. Wenn die Domana mit anpacken wollen, sollten wir sie nicht daran hindern. Der Präsident der Palais Investment Gesellschaft ist sonst nicht gerade als Wohltäter bekannt. Er muss etwas im Schilde führen. Das sehe ich ebenso. Doch wir reden hier von ausländischen Flüchtlingen. Ihre Aufnahme erfordert ein formelles Dekret. Wollen wir darüber abstimmen? Entscheidet rasch.
Ich kann mich deiner Meinung leider nicht anschließen, mein Freund. Ich verstehe nicht ganz. Sieh dich doch um. In Uldar wimmelt es bereits von Flüchtlingen. Heimatlose der siebten Katastrophe und Vertriebene aus Alamigo. Viele von ihnen liegen uns bereits seit mehr als 5 Jahren auf der Tasche. Das ist auch noch sauer. Ich muss wohl nicht betonen, dass die Hilfsleistungen der Legion ein Vermögen verschlingen. Und täglich werden die Mäuler hungriger. Wenn das so weitergeht, hat die Perle der Wüste bald all ihren Glanz verloren. Mehr Schmarotzer kann sich Uldar nun wirklich nicht leisten. Wirklich nicht? Von den vielen Verbrechen, die die Flüchtlinge begehen, will ich gar nicht erst reden. Ihr habt die... Ohne Arbeit und Dach über dem Kopf ist es nur eine Frage der Zeit, bis Hoffnungslosigkeit die Flüchtlinge zerfrisst und sie sich nehmen, was man ihnen angeblich vorenthält. Trotzdem sagst du, wir sollen weitere Flüchtlinge aufnehmen? Sind denn die Messingklingen und die Legion nicht schon über Gebühr strapaziert? Der Vorsitzende der Ostaldener Handelsgesellschaft soll jeden Gil 3-mal umdrehen. Das könnte erklären, warum er zum reichsten Mann Uldars aufgestiegen ist. Vielleicht liegt es aber auch einfach nur an seiner Skrupellosigkeit. Deine Sorge um das Wohlergehen des Sultanats ehrt dich, Lolorito. Doch so schlimm ist es noch nicht um uns bestellt. Ein paar hundert zusätzliche Flüchtlinge bedeuten für Uldar nicht den Ruin. Ich schlage vor, dass wir sie aufnehmen. Sie aufnehmen, Eure Hoheit? Das erinnert mich an eine Diskussion, die wir vor einigen Jahren führten, als es um die Flüchtlinge aus Alamigo ging. Ach ja. Was sagtet ihr da nicht gleich? Ach ja, Gesetz. Ich mag den irgendwie nicht. Gesetz. Und aua. Unsere aua. Besucher mussten in klein Alamigo bleiben. Wärt ihr also vielleicht so gütig, uns zu sagen, welche Gesetze ab heute sonst noch außer Kraft treten? Hüte deine Zunge, Lolorito. Ich teile deine Sorge um den Wohlstand unseres Staates, Lolorito. Doch in dieser Situation ist Weitsicht gefragt. Du weißt so gut wie ich, dass Bürger eine weit wichtigere Ressource als Gil sein können. Wertvoll oder nicht? Sie ließen schon immer eines missen. Zuverlässigkeit. Und im Gegensatz zu deiner Kundschaft möchte ich meine Zukunft nicht aufs Spiel setzen. Uldars Stärke ist nach wie vor ihr Wohlstand. Ihn müssen wir verteidigen, koste es, was es wolle. Geizkragen. Man munkelt übrigens, mein lieber Freund, dass das Palais Platin in letzter Zeit kaum noch etwas abwirft. Sollten deine schäbigen Flüchtlingsbediensteten mit ihrem billigen Service etwa deine Kunden vergrault haben? Aber Zickenkrieg hier. Wie ich meine Geschäfte führe, mein Lieber, geht dich überhaupt nichts an. Ey. Ein Antrag wurde vorgebracht. Mit Blick auf die Dringlichkeit dieser Angelegenheit schlage ich vor, dass wir direkt abstimmen. Wer für eine Aufnahme der Flüchtlinge aus Doma ist, bleibe bitte hier. Wer dagegen ist, möge sich entfernen. Oh. Ich würde sagen, bestimmt. Es tut mir leid, Yogiri, aber ich fürchte, mehr kann selbst ich nicht für euch tun. Ohne die Zustimmung des Scorpio-Kreises sind mir die Hände gebunden. Es ist eine Schande. Grämt euch nicht, werte Sultana. Indem ihr mich anhörtet, habt ihr eure Güte bereits unter Beweis gestellt. Was bildet dieser Lolorito sich ein? Hätte er die Überlandhandelsroute mit den östlichen Regionen nicht aufgegeben, wäre Klein Alamigo jetzt ein blühendes Städtchen. Ihr seid ja, dem Tod nur knapp entronnen und habt eine gefahrvolle Reise hinter euch.
Ich wünschte, ich könnte irgendetwas für euch tun. Och, das passt doch schon. Hätte mir jetzt genug getan. Jetzt, da die Galia keine unmittelbare Gefahr mehr darstellen, fallen die Masken der Einigkeit und alte Fäden brechen wieder hervor. Die Republikaner zeigen sich in letzter Zeit besonders aufmüpfig. Und Lolorito ist der schlimmste von allen. Das haben wir gemerkt. Sehr deutlich gemerkt. Doch. Gut. Eldrosa, Weißgelb, Korkbraun. So nehmen wir das da. Passt doch. Wiedersehen! So, wo müssen wir als nächstes hin? Ulda. Im Iteritenplatz. Gut. Dann machen wir uns dahin mal auf. Hui. Hui. Iteritenplatz da. Da lang. Mal ein bisschen näher ranzoomen. Dann sehe ich wieder nichts. Ah, da oben. Das ist leicht zu finden. Lächeln. So, wobei. Gut, ich klicke einfach durch. Kann man sich im Nachhinein wenigstens nochmal angucken. Weil. So für den restlichen Abend wird sich die Stimme nochmal ein bisschen schonen. Hallo? Werde doch mal fertig hier. Der hätte mich dumm und dämlich gelesen, glaube ich. Bye bye. So. Wieder nächste Frage. Wir sind immer noch bei den 50ern. Sobald wir ein Ende haben. Na gut, erkunden wir noch mal ein bisschen die Stadt. So, okay. Apropos. Ah, da ist es. Bartenhemd. Bin ich gerade vertraut? Nee. Doch. Ja, nein, doch. Oh. Doch, hier rein. Ah. Einmal bitte ohne verlaufen. Da kann ich nicht rüberspringen. Wir reisen erstmal von A nach B nach C.
Warte mal, Modi war doch. War das nicht die in Gridania? Ah, nee. Ah, okay. Dann habe ich die Leute verwechselt. Dann habe ich sie leider verwechselt. Och, nicht wieder zum Buch des Abendsterns. Seht doch mal zu, dass wir hier mit Aufkurs waren. Sie macht es nicht besser. Nicht im geringsten. Immer noch 50. Mein Charakter wird auch nicht jünger. Dahin. Tschüss. Ja. Und da unten stehen sie. Hörchen. Hin und wieder zurück. Geschichte einer Eldaria. Bin überlegen, ob ich noch eine Indie mache. Die haben wir ja. Scheiße. Aber ich will auch nicht wieder Castro machen. Keine Lust auf Castro. Goldkram will ich auch nicht machen. Aber warte mal, ich hatte doch noch einige. Warte mal, bevor wir hier weitermachen. Nee, nicht da. Was hier? Wir hätten ja noch ein paar Sachen, wo wir in die nichts konnten. Mal. Nein, nicht dahin. Doch. Leicht verwirrt. Da. Und das ist einmal da hinten. Und da fliegen wir einmal hin. Hoch und immer höher hinaus. Okay, höher können wir nicht. Jetzt einmal geradeaus durch. Ach, ich glaube, ich weiß, welche Indie das ist. Ich kann mich ganz vage an diese Indie erinnern. Mit diesen komischen Goblins. Ja, genau. Genau das hier.
Heißt es. Achso, warte, Arme vernehmen. Mal sehen, wie lange wir dafür brauchen. Wäre ja mal interessant zu wissen. Und dann können wir einmal die Hauptquest währenddessen weitermachen. Muss ich nur leider die Sequenzen wirklich skippen. Wenn nicht, dass ich dann in eine Gruppe komme und wir Strafpunkte kriegen. Wäre nicht so schön. Die Erfahrung haben wir vorhin gemacht. Ja, keine gute Idee, Dachchen. So. Sechs spielende Kinder suchen. Nicht verkackern. Und schlecht empfinden. Ziemlich verkohlen. Ernsthaft? Wo soll ich die denn finden? Das ist eins. Boah. Gut, dass ich mittlerweile fliegen kann. Oh. Bye bye. Hier ist auch noch eins. Tschüss. Empfehlen wir das andere zu Fuß, oder? Hier ist bisher nichts. Okay, warte. Nee. Hier oben ist es nicht, oder? Nee. Jetzt muss soll er aber schon hier sein. Da! Direkt vor der Nase. No forest. Ich hoffe nur, dass wir in die Innie auch noch reinkommen. Vor 10 Minuten wird ja eigentlich gehen. Hoffen wir mal. Muss aber nicht mit rein, oder? Okay. Oder erstmal hier einmal hoch. Und wieder auf die andere Seite der Map. Komm ich da hoch? Ja. Nee, komm ich nicht. Ah, scheiße. Okay, einmal drumherum fliegen. Da hinten. Da ist jetzt die Ort.
Und wir halten wieder Ausschau. Danke. So, will noch einer? Nö. Dann einmal dahin fliegen. Sind wir heute nicht schon dreimal gewesen? Da ist die Kutsche. So, sofern jetzt keine Synchronisation kommt, werde ich skippen. Okay. Macht's einfach. Weil einfach ist. Das ist wie gesagt nur für den Fall, dass ich in Inni komme. Beziehungsweise wir. Teleport. Leitkreuzung. Wir geben mehr Geld fürs Teleportieren aus als alles andere.